Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Nun ist es aus. Wir haben ihn gerichtet, wir haben ihn zum Tode verurteilt. Wir wollen Jesus Christus nicht mehr unter uns dulden. Er geniert uns. Wir haben keinen anderen König als den Cäsar, kein anderes Gesetz als Blut und Gold. Da steht er nun, die Krone auf dem Haupt, den Purpur auf dem Rücken. Ein letztes Mal sind seine Augen auf uns gerichtet, Augen voller Blut und Tränen. Jesus nimmt das Kreuz. Ach, wie ist es schwer, wie hart, wie starr, wie drückend, das Gewicht des unnützen Sünders. Wie lang muss man es tragen, Schritt für Schritt, bis man darauf stirbt? Und du willst das alles alleine tragen, Jesus?
Mach auch mich geduldig unter dem Holze, von dem du willst, dass ich es tragen soll. Denn wir müssen das Kreuz tragen, ehe es uns trägt. Leichter ist es, auf dem Kreuz zu sein, als darunter. Rette uns vor der Verzweiflung, denn nichts ist verloren, solange der Tod noch vor uns liegt. Nun ist es so weit gekommen. Er ist nicht mehr bei uns. Er liegt auf der Erde. Du bist also gekommen? Du bist wirklich einer von uns geworden, Herr? Man bezeichnet auf dem Kreuz mit Kreide seine Höhe und sein Maß. Man zerrt und halb aus den Gelenken gerissen kracht der Körper und schreit. Er ist gespannt wie eine Kelter. Schauerlich ist er zurechtgehauen. Denn der Prophet hat gesagt, sie haben seine Hände und Füße durchbohrt, sie haben gezählt alle seine Gebeine. Du bist gefangen, Herr, und kannst nicht mehr entweichen. Du bist auf das Kreuz genagelt, an Händen und Füßen. Ich habe nichts mehr im Himmel zu suchen. Dieser Gott ist mir genug, der von vier Nägeln eingeschlossen ist. Thank you.
Wohl hat er eben noch gelitten, jetzt aber wird er sterben. Leise bewegt sich das große Kreuz in der Nacht. Ein Gott atmet darauf. Alles ist da. Er ist ganz allein, wie Adam. Für 3 Stunden ist er allein und kostet, von Gott verlassen, den Wein. Die unüberwindliche Unwissenheit der Menschen. Er sinkt in sich zusammen. Seine Stirn neigt sich nach und nach. Er sieht seine Mutter nicht mehr. Und sein Vater verlässt ihn. Er kostet den Kelch. Langsam vergiftet ihn der Tod. Hattest du denn nicht genug an diesem bittern, mit Wasser gemischten Wein, dass du plötzlich dich aufrichtest und rufst, mich dürstet? Du hast Durst, o Herr? Bin ich es, zu dem du sprichst? Hast du mich denn noch nötig? Fehle ich dir noch, bis alles vollbracht ist?
Hier geht das Leiden zu Ende. Es schließt sich an das Mitleiden. Christus ist nicht mehr auf dem Kreuz. Er ist bei Maria, die ihn empfangen hat. Vor den Augen aller hat Christus gelitten. Jetzt ist er aufs Neue im Schoße seiner Mutter verborgen. Sie hat ihn genommen. Sie schaut, sie tastet, sie weint. Sie ist das Leichentuch und der Balsam. Sie ist die Begräbnisstätte und die Myrrhe. Hier endet das Kreuz. Nun ist er mitten unter uns. Das Grab, darein man Christus gelegt, der ausgelitten hat und gestorben ist, das Loch, eilig für ihn entsiegelt, damit er seine Nacht dort schlafe, ehe er als Durchbohrter auferstehe und zum Vater aufsteige, das ist nicht nur ein neues Grab, es ist dein Geschöpf, der Mensch, der tiefer ist als Erde. Jetzt, da sein Herz offen steht, da seine Hände durchbohrt sind, gibt es kein Kreuz mehr bei uns, auf das sein Leib nicht passt. Komm also zu uns von dort, wo du verborgen bist, Erlöser der Welt. O Herr, wie steht dir dein Geschöpf nun offen? Wie ward es abgrundtief?
Dein Segen hülle uns ein, Licht in der Dunkelheit, Trost in der Verzweiflung, Leben im Tode. Amen.